Einen wunderschönen guten Morgen. Es geht auf The Wag. Und Traritra, oh, ist das dunkel hier heute, naja, bei dem Wetter. Es ist die 101 endlich da, mit einer 7 hinten. Naja, Luft nach unten ist genug, aber ich freue mich natürlich, dass der Trend anhält. Wunderbar, juhu, ja, sehr schön. Ich habe mir soeben mein obligatorisches Rührei gemacht und das werde ich jetzt schön essen und dann ab zum Flughafen. Das ist ja nicht aushaltbar. Es regnet ja nur, ich muss in die Sonne. Leute, kennt ihr das? Da sitzt man im Taxi und fährt zum Flughafen und merkt auf einmal, man hat echt was vergessen. Oh nein, ich bin aber nicht nochmal zurück. Es ist jetzt nicht lebensnotwendig, aber ich habe Kopfhörer vergessen und ich höre doch immer so gerne Hörbücher oder gucke irgendwelche tollen Sendungen, während ich fliege. Oh, sowas Doofes. So, vielleicht kriege ich ja jetzt hier irgendwo noch Kopfhörer. Mal gucken. Ich will ja Verkäuferinnen nicht zu nahe treten, ne? Aber wenn welche so lahm sind, dass man hier Stunden steht, das nervt. Könnt ihr nicht versuchen, ein bisschen schneller irgendwie die Sachen über den Scanner zu packen? Das gibt's doch gar nicht. Oh, und weil ich ja das iPhone 7 habe, passt ja kein Klinkenstecker mehr. So ein Scheiß. Oh, was mache ich denn jetzt? Und diese Adapter gibt's auch nirgends immer. Und ich habe die ja gerade alle gekauft in New York. Oh, jetzt liegen die natürlich zu Hause rum. Ich bin so doof. Mensch, was man nicht im Kopf hat, ne? Ein Wunder, ein Wunder. Ich fliege mit einer nicht mehr existierenden Airline. Ist ja geil. Guck mal, das ist eine alte Air Berlin Maschine, mit der ich jetzt fliege. Wie lustig ist das denn? Cooperated by TUI Fly. Ich dachte, ich hätte bei Niki gebucht. Na egal. Tschüss Regen. Sonne, ich komme. So ein bisschen wie im Adirondack Park, wo wir mit diesem Wasserflugzeug geflogen sind. Guck mal, sieht doch ähnlich aus hier. Naja, welcher Ort ist denn das hier? Nur, dass man das immer nicht so schnell erkennt, ne? Wir sind ja noch ganz tief unten. Oh, guck mal, da ist so eine Kartbahn da unten. Vielleicht sagt das einem ja was, diese Kartbahn. Das grüne Teil da mit dem Schwarz. Mensch, wo sind wir denn bloß? Wir sind runtergeflogen. Da vorne ist die Wasserstation, wie heißt denn das? Das Wasserteil. Wasserski, genau, da kann man, da ist unsere Wasserskianlage aus Pinneberg. Dann fährt man da, da sind die Teesdorfer Hochhäuser, die kann man auch erkennen. Sehr schön, wir fahren direkt drüber. Und da ist dann Relling, wo ich gestern war, wo meine Eltern immer noch wohnen. Und dann müsste man, dann ist das die. Schon wieder völlig durcheinander. Ah, ich sehe noch mal Wedel. Da ist der Beach Club. Sehr witzig. Genau. Da fahren wir im Sommer ganz häufig. Und hier sind wir früher mit dem Boot immer längs gefahren. Und als wir noch so ein kleines Motorboot hatten. Sehr cool. So, jetzt ist aber echt Schicht im Schacht. Nebel. Dafür kommt jetzt gleich die Sonne. So, hier, das ist jetzt mein Mittagessen. Das war das Gesündeste, was ich hier gefunden habe. Dazu gibt es leider so Kram und dann habe ich mehr noch in der Seele geholt. Ist das schön hier. Ich glaube, wir sind irgendwo Spanien. Das muss ja Südspanien sein, ne? Weil da vorne ist jetzt das Meer und da ist jetzt die Küste. Welcher Hafen ist das denn? Daran muss man noch erkennen, wo wir sind. Da ist noch so eine. Guck mal, hier ist richtig viel Wasser. Mal gucken. Mensch, wo sind wir denn hier bloß? Guck mal, jetzt fliegen wir die ganze Zeit
am Wasser an der Küste entlang. Das sieht ja toll hier aus. So bergig, die Berge bis ins Wasser rein. Was ist denn das? Hier scheint richtig unten Land unter zu sein. Das sind hier ja richtig dicke Wolkendecken. Ich glaube, da regnet es darunter und vor allem hier wackelt das ganz schön. Also hier scheint so richtig schön da unter ein Gewitter oder irgendwas zu sein. Das wird ja immer schlimmer hier. Meine Fresse, hier ist ja richtig was los an Wolken. Jetzt geht's in die Wolken rein. Na, ich bin ja mal gespannt. Sieht ja toll aus, ne, oder? Wahnsinn! Wie man da jetzt sieht, wartet mal. Kann man das erkennen? Da. Die Bucht, die ist super schön. Ja, und das da ist jetzt Ponsa und Andratsch und so weiter. Das ist alles hier in dem Küstenabschnitt. Und hier kommt gleich Port Alsnus. Da bin ich ja so gerne in diesem einen tollen Hotel. Da fliegen wir auch gleich dran vorbei. Cool. Aber hier ist ja doch ein bisschen Sonne. Ist ja gar nicht so wolkig. Das sah von oben schlimmer aus, finde ich. So. Ja, das ist der Hafen von Port Alsnus. Da. Und da ist mein Lieblingshotel. Da vorne. Da. Super schön. Und da, an dem Hafen kann man toll essen. In Flanagan's zum Beispiel. Total lecker. Schön. Irgendwann werde ich hierher ziehen, ich sage euch das. Ja, und da kommt jetzt der große Hafen. Und Paseo Maritimo, ach, ist das alles schön. Und da hinten, wenn die Nat und Son Vida da. Klasse. Und da ist die tolle Kathedrale. Also wer von euch noch nie auf Mallorca war,
der sollte wirklich mal hinfliegen. Und mein Hinflug jetzt heute hat 46 Euro gekostet. Also wenn man wirklich günstige erwischt, kann man hier wirklich super günstig hin. Und wenn man nicht in der Hauptsaison fliegt, kann man auch noch richtig günstig Hotels hier bekommen. Und es ist nicht Ballermann. Nicht nur gibt es auch, aber das Schönste hier ist einfach die ganze Insel. Es ist so toll. Und die Altstadt ist der Oberknaller. Und das Blaue da hinten ist Ikea. Da war ich auch schon ein paar Mal drin. Und hier der kleine Hafen. Das ist auch so süß, die kleine Bucht. Das ist auch wunderschön. Ach, ist das toll. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Es ist einfach wunderschön. Es ist jetzt hier schon wärmer. Ich bin hier noch im Gebäude und trotzdem geht es mir gleich wieder viel besser. Echt, also ich glaube, hier muss man echt herziehen. Das ist so schön. Ich liebe das hier. Meiner Seele geht es gleich wieder gut. Aber ich glaube, das sage ich jedes Mal, wenn ich hier lande. Ne? Das kenne ich hier überhaupt nicht. Hier ist kein Mensch. Hier ist das sonst immer proppevoll. Auch hinter mir. Keiner da. Ich bin ganz alleine. Oh Gott, ist irgendwas passiert? Ist die Welt untergegangen? Bin ich der letzte Lebende? Das ist ja der Hammer. Das kenne ich überhaupt nicht. Ah, da hinten sind welche. Ist das nicht toll? Da kommt man an und wird gleich so empfangen. Herrlich. Ich esse gerade Käse. Aber auch hier regnet es leider gerade ganz doll. Oh, hier ist es nass. Ich bin gerade auf was Nasses getreten. Ach, ich finde das hier immer schön, auch wenn es ein bisschen regnet hier. Und außerdem, guck mal, da kommt die Sonne schon wieder raus. Jawohl. So, jetzt sind wir bei Freunden eingeladen zum Grillen. Aber die haben eine überdachte Terrasse, deswegen, das klappt alles. Mallorca im Regen, aber es ist trotzdem total schön. Und hier wird jetzt gleich schön gegrillt. Das sieht geil aus. Wenn ich das da oben drauf, wenn mir dann irgendwas nicht ganz so kalt. Irgendwas wird nicht ganz so kalt. Ich habe Hühnchen und ein schönes Brot und gleich nehme ich mir noch ein bisschen Salat. Oh, das war total lecker. Leider regnet das immer noch so doll, aber naja, so ist das eben. Und wir gehen jetzt ins Bett. Ich bin total müde. Also ab in die Heia und gute Nacht.